Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Landeck TV. Ich begrüße Sie heute bei Beto Bike in Sams. Ja, liebe Zuseher, neben mir der Toni. Toni, ihr habt wieder ganz eine besondere Veranstaltung. Was findet da statt bei euch? Zuerst einmal hallo, grüß dich Kathi. Unsere Veranstaltung wie jedes Jahr, der Benjamin Reich Beto Bike Tag, am Sonntag, den 17. Juni, Treffpunkt um 10 Uhr hier vor der Türe am Platz, wie jedes Jahr, mit unserem Freund Benjamin Reich gemeinsam als Veranstalter, mit der Marlies Schild, mit dem Mario Stecher, mit der Stefanie Köhle, also viele Stars und Freunde und Bikerinnen und Biker werden an diesem Tag wieder mit dabei sein. Und wir werden hoffentlich miteinander wieder eine tolle Gaudi haben. Und mir gefällt es, dass es jetzt regnet, weil nachher ist die Chance groß, dass am 17. Juni wunderschönes Wetter ist. Da halten wir fest die Daumen. Und von wann bis wann findet das jetzt statt? Also Start haben wir da um 10 Uhr vor der Türe. Wie gesagt, da der Treffpunkt. Und das ist dann Open End. Enden tut es nachher natürlich wie jedes Jahr mit der Spaghetti-Party. Ja, liebe Kathi, wenn du da mitfahren willst, du musst ja natürlich ein tolles Outfit haben, du musst ausgestattet sein, du musst radspezifisch, speziell ausgestattet sein mit den richtigen Accessoires und dazu, Kathi, kommst du jetzt rein und lass dich richtig beraten von unseren Mitarbeitern. Ganz genau, das schauen wir uns jetzt an. Und ich werde mich jetzt ein bisschen umschauen. So Florian, ich habe mir jetzt schon ein T-Shirt ausgesucht. Aber du hast ja noch weit mehr Auswahl da. Was darfst du mir jetzt nur empfehlen? Also ein bisschen was Frecheres von der Farbe und auch vom ganzen Stil her, speziell für Downhill Girls von Zimtstern. Mhm. Ein bisschen was Grünes auch. Darf auch gut passen. Mhm. Guter Kontrast zu dir. Vom Material her ein bisschen gröber strukturiert. Jetzt ist das natürlich auch von der Atmungsaktivität um einiges besser wie andere Trikots. Und was ist jetzt, wenn mir mit dem T-Shirt zu kalt wird? Wenn es kalt wird, ziehst du einfach als Wärmeisolierer vom Maloya die Kidsjacken an. Mhm. Lässiges Designer mit einem kleinen Kids oben. Ja, cool. Ist wärmeisolierend, also da wird echt nicht kalt. Kannst du einfach so jederzeit anziehen. Und wenn es regnet? Haben wir da von Chlom eine wasserdichte, ganz dünne Jacke. Komplett verschweißt. Also die Nähte sind komplett verschweißt. Mhm. Auch einen schönen Gummiabschluss. Ja, kannst bei jedem Wetter anziehen. Also habe ich jetzt einmal schon bekleidungsmäßig relativ viel gefunden. Auf alle Fälle. Ja, Florian, wir sind jetzt zu einem wichtigen Bereich übergegangen, zu den Handschuhen. Ich habe jetzt schon zwei Varianten an. Kannst jetzt du mich ein bisschen beraten dazu? Ja, du hast jetzt da einen Downhill-Handschuh an, der natürlich über die ganze Handfläche bis zu den Fingerspitzen gepolstert ist, mit rutschfestem Material. Dass du gut bremsen kannst beim Downhill, geht es ja meistens so bergab. Und als Alternative wäre dann von Maloya eben fingerspitzenfrei, ganz bequemer, auch schön gepolstert, in einem schönen Design, passend auch zu deinem Trikot jetzt, oder? War das der Handschuh. Ganz super. Ich muss mich jetzt noch entscheiden. Ja, Florian, bekleidungstechnisch bin ich jetzt schon ausgerüstet. Jetzt brauche ich natürlich für einen Benny Reich Beto Bike Tag im passenden Schuh. Hast du da was für mich? Auf alle Fälle, selbstverständlich. Fährst du mit dem Rennrad oder mit dem Mountainbike? Mit dem Mountainbike. Mit dem Mountainbike, ist gemütlicher, gell? willst du nachher noch mit dem Schuh irgendwo hingehen, oder? Sagen wir mal recht, ja. Da hätten wir zum Beispiel das passende Damenmodell von Specialized. Für die jetzt mit einer groberen Sohle, einen leichten Aufbau und da einfach nur zum Fixieren des Bandel, dass du einen festen Halt hast. Und das in meiner Lieblingsfarbe auch noch. Ich würde sagen, den probieren wir gleich. Jetzt habe ich die passende Hose auch noch gefunden. Nun geht's ab in die Werbung. Wir warten hier auf Sie. Ja, Florian, Thema Sicherheit. Ich brauche natürlich einen Helm auch, wenn ich beim Benny Reich Beto Bike Tag mitmache. Was kannst du mir da empfehlen? Ja, wir haben Helme von Specialized, POC da und Bontrager und Met. Das sind unsere Top-Marken bei den Helmen. Und wer Hirn hat, soll es auch schützen.
Und da sind wir ganz scharf drauf, dass wirklich jeder Radlfahrer bei uns mit einem Helm ausgestattet wird. Und wir haben wirklich von bunten Farben, zum Beispiel von Proc bis die klassischen Farben von Specialized, wirklich alles da. Proc ist wirklich einer von den bunten. Ja. Und was vielleicht jetzt rein vom Outfit bei dir gut passen darf, war zum Beispiel unser Testsieger im Konsument. Das ist der Align von Specialized mit abnehmbarem Schild. Beste Belüftung, da zieht es richtig von vorne nach hinten raus. Und kannst super einstellen, ganz einfach mit einer Hand. Probieren wir den einmal, hä? Probieren wir den, gerne. Ja, passt gut. Jawohl, jetzt bin ich safe. Mal cool Brillen, hä? Ja, aber bevor es losgeht mit den Brillen, machst du deinen Helm noch gescheit zu. Ungefähr zwei Finger breit soll Platz sein. Das wäre ganz gut, dass der Helm mit oben fliegt. Super. Und was empfiehlst du mir jetzt für eine Brille? Wir haben Brillen zur Empfehlung von Rudy Project, Poc und heuer das erste Mal Oakley. Mhm. Oakley ist zum Beispiel die Brillenmarke, die ein bruchfestes und splitterfestes Glas hat. Das Material nennt sich Bluetoonite. Das hat nur Oakley weltweit. Und du kannst zum Beispiel mit einem Hammer draufschlagen oder speziell bei einem Sturz beim Mountainbiken kriegst du keine Splitter ins Auge. Das ist ganz wichtig. Das war jetzt zum Sicherheitsaspekt dazu. Und bei Oakley kannst du die Gläser selber auch tauschen. Mhm. Das klingt, glaube ich, ganz gut für mich. Ich werde ja gleich probieren. Schön langsam bin ich schon fast ausgestattet. Einige Sachen fehlen mir noch. Ja, liebe Zuseher, wie Sie sehen, optisch ein sehr schönes Bike habe ich schon gefunden. Florian, das hat da ganz was Besonderes. Was ist jetzt mit dem Bike? Das hat zum Beispiel 29 Zoll Räder drauf. Vorteil von dem neuen, von der neuen Innovation ist einfach, dass weniger Rollwiderstand ist beim Fahren. Du fährst einfach über Hindernisse, sei es Wasserrinnen, Steine oder Wurzeln, fährst halt einfach lockerer drüber wie mit einem 26 Zoll und du machst mit der gleichen Trittfrequenz einfach einen weiteren Weg. Also Benny Reich überholst sicher mit dem. Schauen wir mal. Ja Toni, kann man eigentlich beim Benny Reich Beto Bike Tag auch mit dem E-Bike fahren? In den letzten Jahren, liebe Kathi, hat sich das herauskristallisiert, dass immer mehr E-Bike-Fahrerinnen und Fahrer unterwegs sind. Und in den letzten Jahren sind auch immer mehr E-Bikes am Start gewesen bei der Benny Reich Beto Bikefahrt. Und das freut uns natürlich sehr, wenn mehr E-Biker mitmachen mit den Jahren. Und das ist genauso für einen E-Biker eine großartige Leistung, wenn er die Runde fährt. Das geht ja nicht von alleine, sondern man muss ja kräftig mittreten, dass das überhaupt funktioniert. Es bietet sich ja da auch verschiedene E-Bikes an. Was habt ihr jetzt als da für Modelle? Ja, also für alle Ansprüche das richtige Modell. Für die darf ich mal sagen, Kathi, wenn du dich entscheidest für ein E-Bike, dann müsstest du auf alle Fälle so ein Mountainbike haben in der Richtung. Das ist für junge Leute. E-Bike also, das heißt mit Unterstützung. Wenn du jetzt einen Berg auffährst, du tust dich halt ein bisschen leichter. Druckst praktisch da das Knöpfel und sagst dem System, es soll die mit anschieben, es geht für die leichter zum Tritten, es macht mehr Freude, du hörst die Vögel zwitschern, du nimmst die Umgebung noch besser wahr, es ist einfach, der Spaßfaktor ist noch höher, die Herzfrequenz bleibt tiefer, das heißt, man fährt in einem gesunden Bereich, das ist auch für jüngere Leute optimal. Für Hausfrauen ist der Vorteil, gibt es eben ein Zweckfahrzeug, also E-Bike für die Kurzstrecken zum Fahren, man spart dann Benzin, man macht was für die Fitness, man trägt Umwelt viel bei und man ist super funktionell unterwegs. Man kann eine Hausfrau kann da mit dem Ruck fahren und problemlos aufsteigen. Es kann auch ein Mann einen Tiefeinsteiger haben. Das ist halt ganz gang und gäbe. Das haben viele Leute einen Tiefeinsteiger, die Füße halt nicht mehr so heraufgelupfen wollen und ganz kommod und bequem einfach fahren wollen. Man kann da auch Kurbel drauf machen. Es gibt Systemkurbel für Flyer. Man kann das Werkzeug los höher und tiefer stellen. Und mit verschiedenen Unterstützungsarten haben. Und so gibt es eben für jeden Zweck und für jeden Einsatzbereich das richtige E-Bike. Vom Sportbike bis zum Rennbike, das ist ja auch Rennrad, wie man sieht, auch das E-Bike, bis zum komplett ausgestatteten Mountainbike mit Kotflügel, Lichtanlage,
und Gepäckträger gibt es also für jeden Einsatzzweck das Richtige. Ganz eine breite Auswahl da bei dir, Toni. Danke. Toni, noch ein paar letzten Worte vom Penny. Entschuldigung. Toni, lach nicht. Das war heute die Toni-Sendung, weißt du, weil mal Toni so wenig geredet hat. Deine letzten Worte. Toni spricht euch zu Tode. Das war der Grimmi. Wie quassel du nochmal? Toni, Benni Reich, Beto Bike da. Du schaust mir so lächelnd im Horn. Ich kann gar nicht. Ich bin ernst und rein, Kathi. So. Ist ja brutal gut, wenn man viel lacht. Gell? Ja, nein, ich lache nur. Aber wenn du so. Jetzt bin ich zwar das Gefühl schon wieder los. Ja, liebe Zuseher, wir sind beinahe am Ende unserer Sendung angelangt. Florian, kann ich jetzt so zum Benni Reich Beto Bike da kommen? Selbstverständlich, Kathi. Perfekt ausgerüstet. So nehmen wir die mit. Schick schaust aus, Kathi. Super. Genau so. Macht es richtig Spaß, weil du sehen, da ist ein Gaudi zum Mitfahren, wenn die Ausrüstung passt, das Radl passt, nachher ist der Tag schon perfekt. Nicht nur dich, liebe Kathi, lade ich recht herzlich ein, am nächsten Sonntag, am 17. Juni um 10 Uhr hier zu sein und da zu sein und am Benni Reich Beto Bike Tag mitzufahren. Ob jung oder alt, mit dem Elektrobike, mit dem Kinderfahrrad, mit dem Rennrad, mit dem Mountainbike, ihr seid alle herzlich eingeladen. Kommt und macht mit. Es wird sehen, wir haben einen wunderschönen Tag gemeinsam und wir werden viel Spaß haben und wir werden schön zusammensitzen danach und fein plaudern und Spaghetti essen. Wir werden einen richtig tollen gemeinsamen Tag verbringen. Also kommt und seid dabei. Herzlich eingeladen. Danke, Toni. Ich freue mich ganz fest. Kommen Sie vorbei. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.